Ein knackig getroffenes Eisen ist etwas ganz, ganz Tolles. Leider haben viel zu viele Hobbygolfer das Problem, dass sie den Boden viel zu früh treffen oder auch den Ball toppen. Der Ball wird nicht komprimiert, sondern geschaufelt, gelöffelt und schlechte Kontakte stehen leider an der Tagesordnung. Das müsste nicht sein und in diesem Video zeige ich dir ein paar Strategien, wie du vermeidest, vorher den Boden zu schlagen bzw. den Ball zu toppen. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub in St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke zu drücken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Amateurgolfer verlieren im Durchschnitt 5 bis 8 Schläge auf der Runde, nur deswegen, weil sie vorher in den Boden hineinschlagen. Das passiert hauptsächlich deswegen, weil sie die Grundprinzipien nicht verstehen, die für einen knackigen Golfschlag mit dem Eisen notwendig sind. Als erstes musst du verstehen, dass beim Schlag mit dem Eisen es absolut wichtig ist, dass du den Boden treffen musst. Ja, es bringt nichts, dass du versuchst, irgendwie hier vorsichtig am Boden vorbeizuwischen, dass du ja nicht den Boden triffst, sondern du musst den Boden treffen. Absolut wichtig ist es hier natürlich, wo du den Boden triffst. Triffst du nämlich den Boden zu weit rechts, dann hast du eben diesen fetten Schlag. Triffst du ihn viel zu weit links, ja, wie hier, dann wirst du eher dazu tendieren, dass du den Ball toppst. Jedoch würde ich sagen, ist es häufiger so, dass die Hobbygolfer den Ball fett schlagen als dünn. Aber die Ursache, warum das passiert, ist meistens dieselbe. Der Hauptgrund für einen fett getroffenen Ball, also einen Ball, wo ich den Boden zuerst treffe, ist, weil ich zu viel Masse nach rechts bringe im Aufschwung, das heißt meinen ganzen Körper nach rechts wehe und es nicht mehr rechtzeitig schaffe, zurück in die linke Seite zu kommen. Das sehe ich wirklich jeden Tag in meinem Golfunterricht, dass Golfer aufschwingen, dann noch weiter drehen wollen und dann sind sie so weit rechts, dass sie keine Chance haben mehr, zurück auf die richtige Stelle zu kommen. Du musst den Ball in der Abwärtsbewegung treffen, nur so funktioniert ein guter Schlag. Und wenn du eben es nicht schaffst, dann bist du hier vorher vom Ball und triffst den Ball eher in der Aufwärtsbewegung. Jetzt kann es dir natürlich passieren, wenn der Ball gut liegt, sehr hoch liegt am Gras, dass du einen wunderschönen Kontakt hast. Aber sobald der Ball auf einen niedrig gemähten Fairway liegt, ja, und ich schlage vorher hier rein und der Schläger kommt schon wieder in die Aufwärtsbewegung, dann werde ich beginnen, den Ball eher zu toppen. Und jetzt musst du verstehen, dass der Eintreffwinkel absolut kritisch ist. Das heißt, dass der Ball getroffen wird in der Abwärtsbewegung und nicht aufwärts. Das heißt, der tiefste Punkt ist zu weit rechts vom Ball. Und darum ist es auch dieselbe Ursache, einen fetten Ball zu schlagen und einen Top, weil eben der Schläger schon aufwärts geht, die Kante ist zu hoch und ich werde dazu neigen, den Ball zu toppen. Weiters haben viele Golfer die Strategie entwickelt, wenn sie zu oft in den Boden vorher reinschlagen, dass sie das versuchen, tunlichst zu vermeiden und dann beginnen sie die Arme einzuziehen, ja, und quasi um den Radius zu verkürzen und dann hast du dasselbe Problem, du toppst den Ball. Das heißt, Ursache nochmal ist ein zu flacher Eintreffwinkel, sprich der tiefste Punkt des Schwunges ist zu weit rechts vom Ball. Ich möchte ihn mehr links vom Ball bekommen, den tiefsten Punkt, und das zeige ich dir jetzt ganz genau, wie man das bewerkstelligt. Als allererstes ist es wichtig, dass du im Setup nicht zu viel Gewicht oder Druck auf dem rechten Fuß hast. Was ich ganz gern habe, ist, dass du dir vorstellst, dass das Brustbein hier ein klein wenig links vom Ball ist bereits im Setup. Du kannst hier sehen im Setup, dass mein Ball vielleicht so 3-4 cm links vom Ball ist. Ich habe auch jetzt etwas Gewicht am linken Fuß, nicht wahnsinnig viel Gewicht, aber ich würde sagen so ca. 55%. Und habe das Gefühl, dass ich auch während des Schwunges dann hier auf dieser Stelle drüber bleiben möchte mit meinem Brustbein. Wichtig ist es auch hier im Setup, dass du verstehst, dass du die Wirbelsäule jetzt nicht stark nach rechts neigen willst. Wenn du dann so stehst und aufschwingst, bekommst du dann zu viel Flexion, das heißt, du stehst zu viel in diese Richtung geneigt im Aufschwung und du neigst wieder dazu, dass du hinten in den Ball reinschlagst, also rechts vom Ball reinschlagst. Auch ist es natürlich nicht gut, wenn du zu viel in diese Richtung stehst, weil dann beginnst du eben zu weit nach links den Boden zu treffen, dann beginnst du eben zum Toppen und zum Slicen. Aber eine neutrale Wirbelsäulenposition ist sehr gut. Gewicht links ist leicht gut, sprich Brustkorb links,
Also nicht nur links deswegen, weil ich die Füße nach links schiebe und hinten bleibe im Brustkorb, sondern auch den ganzen Brustkorb leicht nach links schieben. Und jetzt habe ich ein gutes Setup, eine gute Voraussetzung, dass ich den Boden auf einer guten Stelle hier treffen kann überhaupt. So, wenn es jetzt im Aufschwung geht, werden die meisten Hobbygolfer sehr stark davon profitieren, wenn sie sich selber sagen, bleib am linken Fuß. Also versuch gar nicht, irgendwie dein Gewicht zu verlagern. Versuche, deinen Druck links zu lassen. Ich versuche auch, den Kopf hier zu lassen. Das ist eine sehr, sehr einfache Strategie, die man sich denken kann. Und man bekommt dadurch die Voraussetzung, dass man für den Durchschwung dann eben den Boden auf einer guten Stelle treffen kann. Ich habe hier übrigens eine Playliste verlinkt von der Gewichtsverlagerung im Golfschwung. Das sind Konzepte über die Gewichtsverlagerung und die solltest du dir vielleicht bei Gelegenheit auch anschauen. Dann verstehst du hier besser, was ich meine. So, jetzt kann es sein, dass du das ja bereits weißt, dass du weit links sein sollst oder etwas weiter links sein sollst im Setup, im Schwung. Aber da gibt es auch dann die Übereifrigen. Und zwar, wenn man zum Beispiel jetzt hergeht und viel zu viel Druck auf dem linken Fuß gibt, viel zu viel nach links gibt, dann kommt man in eine Situation, dass man das Gefühl bekommt, man kann den Ball eigentlich nur zerquetschen von hier oben und dann wird man instinktiv Folgendes machen, man wird dann beginnen, im Abschwung den Druck wieder auf dem rechten Fuß zu verlagern, den Oberkörper nach rechts weg vom Ziel zu swayen und dann haut man erst recht wieder den Boden rein. Das heißt, du musst es schon ein bisschen einteilen, auch wie weit du links bist. Ich habe wirklich nur gesagt, leicht links im Setup, eher links bleiben, ein bisschen mehr Druck kommt dann auf dem linken Fuß drauf. Ab dem späten Aufschwung gibt es einige Videos davon, wie gesagt, von mir, die das genau besprechen. Und dann habe ich eine große Chance, dass ich den Boden auf einer guten Stelle treffe. Das Ganze, was ich dir hier gesagt habe, bringt aber auch nur etwas, wenn ich etwas Armstruktur habe, sprich ein Radiusmanagement habe. Was meine ich damit? Ich habe hier meinen Griff, meinen Schläger und der hat eine gewisse Distanz zu meinem Körper. Und während des Schwunges sollte schon die Grundidee sein, dass dieser Radius, also der Abstand vom Griff zum Körper, sehr konstant bleibt. Das heißt, ich habe gerade Arme im Schwung. Das ist bitte aber auch nur symbolisch zu verstehen, weil ich habe tatsächlich nicht immer gerade Arme. So kann man nicht Golf spielen, aber man kann das als ein Konzept verwenden. Es ist schon so im Aufschwung, dass der rechte Arm sich ein wenig falten wird. Der linke Arm ist einigermaßen gerade. Nicht super abgebeugt, aber er ist auf keinen Fall super gestreckt. Aber ich habe hier trotzdem ein kontinuierliches Beugen. Aber in dieser ganzen Beugesituation hier habe ich auch einen Radius. Das heißt, ich gehe nicht so eng, dass ich daher komme, sondern ich möchte schon das Gefühl haben, aha, ich bin eher hier weg und nicht hier. Und auch im Durchschwung möchte ich vor allem hier durch die Treffmomentzone hier durch, das ist die entscheidende Phase hier, möchte ich schauen, dass die Arme sich strecken und die Ellbögen eng beieinander sind hier. Wenn ich beginne, dann hier ungefähr auf diese Stelle zu kommen, dann wird sich auf alle Fälle der linke Ellbogen wieder etwas falten. Das ist ganz normal. Und du wirst dann auch einen sehr flüssigen Durchschwung haben. Was du also auf keinen Fall haben möchtest, ist zugestreckte Arme die ganze Zeit. Aber das Konzept eines großen Radiuses und gestreckte Arme, zumindest in dieser Phase hier unten durch den Ball durch, wird dir helfen, dass du nachher auch tatsächlich keine Tops schlägst, also keine dünn getroffenen Bälle und den Ball wirklich sauber komprimieren kannst. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum haben so viele Hobbygolfer Probleme, in die linke Seite zu kommen? Warum sind sie so weit weg? Das hat zwei Gründe. Erstens mal, sie verstehen das Konzept nicht, aber auch ein sehr häufiger Grund ist, weil die Schlagfläche im Schwung viel zu offen ist. Wenn die Schlagfläche im Golfschwung hier in diese Richtung gedreht ist und nicht hier ist, im frühen Abschwung spätestens, also ich mag es ganz gerne, wenn der Schaft parallel ist, kurz vorm Treffmoment, dass die Spitze so ein klein wenig eingedreht ist, ungefähr im Winkel meiner Wirbelsäule, auf keinen Fall hier, weil wenn die Schlagfläche hier zu offen ist, dann wirst du natürlich dann, wenn du ganz normal weiterschwingst, drehst und hinschlägst, dann wird dein Ball einfach nach rechts abhauen. Und das wirst du nicht mögen. Und was dann passiert ist, mit der Zeit, dass du dann beginnen wirst, mit dem Körper zu stoppen, mit dem Gewicht am rechten Fuß hängen zu bleiben und du wirst beginnen dann hier die Schlagfläche wieder gerad stellen zu wollen. Das heißt, wenn du hier bist, zu offen hier bist, oder hier bist, ja, dann wirst du beginnen, rechts zurückzugehen und zu löffeln. Und das ist dann eben das, wo man dann auch häufig den Boden trifft. Und die Superkatastrophe ist es dann leider auch, wenn man dann eine extreme Schwungfahrt hat, zum Beispiel von außen nach innen, weil dann wird man den Boden hier viel zu weit links treffen und eine offene Schlagfläche, da muss man das irgendwie dann ausgleichen über das rechts
rechts sitzen bleiben und von außen, und dann trifft man zwar den Boden auf einer guten Stelle, aber hat einen furchtbar schwachen Schlag. Das heißt, wenn du jemand bist mit einer extremen Schwungfahrt von außen nach innen mit einer sehr offenen Schlagfläche, dann solltest du dir unbedingt dieses Griffvideo hier anschauen, checken, ob dein Griff in Ordnung ist, weil meistens hat man einen Griff, der zu weit nach links ausgedreht ist, und dann ist eben die Schlagfläche oft viel zu offen und man kann gar nichts anders machen, als am rechten Fuß hängen bleiben und den Ball fett oder getoppt treffen. Diese Übung, die ich dir jetzt hier zeige, wird helfen, den Boden konstant auf einer guten Stelle zu treffen, und du wirst ein gutes Gefühl für den Schlag bekommen. Und zwar möchte ich, dass du dich jetzt hinstellst zum Ball, dann etwas enger stehst und deinen rechten Fuß ein wenig nach hinten gibst. Ja? So ein klein wenig nach hinten, muss nicht extrem sein, aber so ein klein wenig nach hinten. Damit hast du fast 100% am linken Fuß. Und jetzt möchte ich, dass du versuchst aufzuschwingen. Es muss nicht ein voller Schwung sein, aber hier so, und dann bekommst du das Gefühl, dass du mehr am linken Fuß bist. Dann kannst du dann auch hergehen und ein paar Probeschwünge machen und schauen, wie sich das anfühlt, wenn man links ist. Dann kannst du zum Beispiel auch das Gegenteil machen und sagen, okay, ich mache das mal umgekehrt, den linken Fuß nach hinten und rechts. Dann spürst du mal, wie das sich anfühlt, wenn man hinten ist. Und dann würde ich mal mit diesen zwei Stellungen mal Bälle schlagen. Und dann schaust du, welche besser funktioniert. Ich bin mir fast zu 100% sicher, dass das besser funktioniert, wenn du hier links hängst, zumindest wenn der Ball nicht hoch liegt. Und wenn du das Gefühl dann hast, wie sich das anfühlt, dann möchte ich, dass du dich hinstellst, dich ein bisschen nach links bewegst mit dem Gewicht, vielleicht einmal ein klein wenig übertreiben fürs Erste und dann auch im Aufschwung versuchen, dasselbe Gefühl zu haben, dass eben das Gewicht hier links ist, als ob ich immer noch so stehen würde. Ja, und das schaut dann eben dann so aus. Und dann versuchst du nicht nur den Boden zu streifen, so wie ich jetzt, sondern auch den Boden mal zu treffen und ein kleines Divot zu schlagen. Wenn du das dann kannst, schlagst du dann auch einen Ball. Und das sieht so aus.